Guten Abend, mein Name ist Gunter Schmidt. Ich darf hier in der Asklepios-Klinik Hamburg-Altena die Abteilung für Anästhesie, Intensivmedizin, Notfallmedizin und Schmerztherapie leiten. Und ich freue mich, dass wir uns jetzt in der nächsten halben Stunde gemeinsam über die Reanimationsmaßnahmen unter der besonderen Situation der Pandemie mit Covid-19 unterhalten können. Und ich freue mich ganz besonders, weil wir in dieser Septemberwoche seit 2013 das siebte Mal die Woche der Wiederbelebung haben. Und die Woche der Wiederbelebung, die Idee ist entstanden, weil tatsächlich mehr Menschen aktiviert werden sollen, zu helfen, wenn sie im privaten Umfeld oder in der Öffentlichkeit in eine Situation kommen, dass jemand einen Herzstillstand erlitten hat. Und warum wir diese Idee haben, das möchte ich Ihnen ganz gerne anhand von ein paar Zahlen demonstrieren. Und es ist tatsächlich so, dass eine Wiederbelebung gar nicht so selten in Deutschland auftritt. Ungefähr 50.000 Mal passiert es klinisch, präklinisch in Deutschland, dass es zu einem Herzstillstand kommt und dass die Situation einer Reanimation eintritt. Das heißt, wir haben so um die 150 Reanimationen am Tag. Das heißt, das ist eine Situation, die gar nicht so selten eintritt. Und erfreulicherweise überleben sehr viele Patienten, 10%, so eine Reanimation ohne gravierende neurologische Folgeschäden. Und das ist, wenn man diese Patienten trifft und die im Krankenhaus betreut und auch anschließend nochmal wieder trifft, tatsächlich eine ganz beeindruckende Situation, wenn jemand eigentlich schon tot gewesen ist, aber weil ihm schnell geholfen werden konnte, er zum Beispiel an seinen Arbeitsplatz zurückkehren kann. Und 10% ist zwar, das sind immerhin 5.000 Menschen in Deutschland, aber wir haben das große Ziel und den Ehrgeiz, diese Zahl zu erhöhen. Und das ist auch mit ein Grund, warum die Woche der Wiederbelebung ins Leben gerufen wurde, weil wir festgestellt haben, dass die professionellen Helfer, also wir Ärzte und das Rettungsdienstpersonal und das Pflegepersonal, die Physiotherapeuten im Krankenhaus, nur ein Teil der Rettungskette darstellen und ein ganz wichtiger Teil schon eintritt und notwendig ist, bevor wir professionellen Helfer dazukommen und helfen können. In Deutschland haben wir ja ein sehr beeindruckendes System, dass wir tatsächlich einen Rettungsdienst zu uns nach Hause rufen können. Und zu diesem Rettungsdienst gehört auch ein Arzt, ein Notarzt, ein speziell ausgebildeter Mediziner, der die Situation gelernt hat und sehr gut beherrschen kann. Aber auch wenn wir uns noch so sehr beeilen, und Sie wissen alle, dass wir mit Rettungsmitteln, mit Sonderrechten, Blaulicht und Martinshorn zu Ihnen nach Hause kommen, aber wir brauchen immerhin doch im Schnitt so um die 8 Minuten, bis der Rettungsdienst eintrifft und noch weitere Minuten, bis dann der Notarzt da ist. Und diese Zeit ist eigentlich bei einem Kreislaufstillstand, bei einem Herzstillstand zu lange. Und das hängt damit zusammen, dass unser Gehirn nur ungefähr 3 Minuten einen Sauerstoffmangel akzeptieren kann. Anschließend treten Schäden auf und diese Schäden sind irreversibel, das heißt nicht mehr abwendbar, nicht mehr rückkehrmachbar, wie heißt das genau? Und das heißt, wir haben die Situation, dass wir eigentlich das, was uns ausmacht, unser zentrales Nervensystem, unsere Gefühle, Gedanken, Sprache, dass wir das verlieren und dass das eben nicht wiederkommen kann. Das heißt, wir brauchen noch eine Idee, was wir tun können, um diese Zeit, diese 3 Minuten eben zu verlängern. Und wir brauchen tatsächlich alle dafür und nicht nur die professionellen Retter, sondern wir brauchen auch die sogenannten Laien, die durch Zufall in so eine Situation kommen. Und was können wir da tun? Wir haben die Vorstellung, dass wir relativ früh beginnen, das Herz-Kreislauf-System wieder zum Laufen zu bekommen und dass wir so diesen Sauerstoffmangel im Gehirn abwenden können. Und vor vielen Jahren hat man versucht, es sehr einfach zu definieren. Was müssen wir tun? Wir müssen einmal prüfen, ob tatsächlich so ein Kreislaufstillstand vorliegt. Wir müssen Hilfe rufen, damit die professionellen Helfer eben auch nach 8 und 15 Minuten eintreffen können, also die 112 in Deutschland. Und dann müssen wir drücken. Und nach Möglichkeit müssen wir so lange drücken, bis die professionellen Helfer kommen. Und damit wollen wir die Zeit des Sauerstoffmangels im Gehirn verhindern. Und das ist die Grundvoraussetzung, dass wir die Möglichkeit haben, noch mehr Patienten ohne neurologische Defizite, also ohne Schäden, aus dem Krankenhaus zu entlassen. Und die Idee ist der Herzdruckmassage, dass wir die Funktion des Herzens, die ja bei einem Herzstillstand
aufgehoben ist oder beim Kreislaufstillstand aufgehoben ist, die wollen wir ersetzen. Und die Funktion des Herzens, das wissen Sie alle, ist, dass wir Blut in den Körper pumpen und so die Organe, zum Beispiel das Gehirn, mit Sauerstoff versorgen. Und das Blut geht dann zurück zum Herz, das ist ein Kreislaufsystem. Und das macht das Herz tatsächlich beeindruckend mit 4 verschiedenen Kammern und mit Klappen, die dazwischen sind. Und wir haben die Vorstellung, dass wir diese Funktion eben ersetzen können, wenn das Herz aus verschiedenen Gründen nicht mehr schlägt. Und das können wir tatsächlich ganz gut, indem wir auf den Thorax drücken. Wir brauchen immer oben einen Druckansatz und von unten auch etwas Hartes und von unten ist es die Wirbelsäule, deswegen drücken wir mittig und so können wir das Herz zusammendrücken und eine Pumpfunktion im Herzen aufrechterhalten und so das Gehirn weiter mit Sauerstoff versorgen. Das ist unsere Grundidee und deswegen ist es so wichtig, dass eben schon primär und von den Laien begonnen wird mit der Wiederbelebung. Tatsächlich ist es so, dass sich die Anzahl der Wiederbelebungen durch Laien in Deutschland in den letzten Jahren beeindruckend toll verbessert hat. Wir haben 2010 noch um die 14% Laienreanimation gehabt und konnten das auf um die 40% in den letzten Jahren steigern. Und das ist auch ein Erfolg dieser Woche der Wiederbelebung, die versucht hat, das Thema Wiederbelebung in den Alltag zu integrieren, in einer Woche tatsächlich mit vielen Aktionen dafür zu werben, dass wir alle uns doch nochmal Gedanken machen, wie wir eigentlich jemand helfen können. Und es ist tatsächlich sehr interessant, wenn wir uns vergleichen, das sind die Zahlen von 2012, mit dem europäischen Umland. Und dann sehen wir, dass wir tatsächlich in Deutschland damals im Jahr 2012 mit 22% relativ schlecht dastanden. Wir haben das, wie gesagt, in den letzten Jahren gemeinsam auf 40% anheben können. Aber wir sehen, dass noch Luft nach oben ist. Und tatsächlich in den skandinavischen Ländern redet man von Laienreanimationsquoten mittlerweile von um die 80%. Das heißt, wir sollten uns tatsächlich alle bemühen zu überlegen, was können wir tun. Und da ist natürlich eine Pandemiesituation, wo wir alle Sorgen haben, dass wir uns anstecken, für uns natürlich eine Schwierigkeit. Und deswegen will ich gleich ein wenig darauf eingehen, was wir tun können, um auch in einer Pandemiesituation erfolgreich zu reanimieren. Aber ich möchte Ihnen gerne noch eine weitere Grafik zeigen, denn diese Grafik ist, finde ich, für uns alle sehr, sehr spannend und interessant. Da hat man sich angeschaut, wo findet denn eigentlich eine Laienreanimation statt, beziehungsweise wo findet ein Kreislaufstillstand statt? Weil wir uns ja alle vorstellen, dass ein Kreislaufstillstand, wenn wir reanimieren müssen, dass wir auf der Straße einen Unbekannten, wo wir nicht wissen, ob er eine Infektionskrankheit hat. Und tatsächlich sieht die Realität anders aus. Wir sehen, dass über 65 oder knapp 65% der Reanimation in der häuslichen Umgebung stattfinden. Das heißt, diejenigen, denen wir helfen können, das sind diejenigen, die wir gut kennen, das sind unsere Angehörigen, Freunde, das ist unsere Familie. Und ein anderer Teil findet tatsächlich auch bei der Arbeit statt. Das heißt, das sind auch Menschen, die wir kennen. Und dieses Bild von dem Unbekannten ist tatsächlich nicht ganz führend, wenn man sich die Zahlen anguckt. Also vor allem können wir unseren eigenen Angehörigen helfen und deswegen macht es, glaube ich, besonders Sinn, dass wir uns intensiv mit der Reanimation und mit den Möglichkeiten auseinandersetzen. Und tatsächlich, und das ist auch die letzte Abbildung, die letzte Grafik, die ich Ihnen zeigen möchte, ist es so, dass aber der Anteil derjenigen, die als Laien reanimieren, in der Gruppe der häuslichen Umgebung besonders gering ist. Das heißt, hier macht es, glaube ich, besonders Sinn, dass wir uns schulen, um unseren Angehörigen zu helfen. Und Sie sehen, dass es am Arbeitsplatz der höchste Anteil von Laienreanimationen stattfindet. Das hängt auch damit zusammen, dass sehr viele Firmen vorbildliche Schulungssysteme etabliert haben. Und das ist häufig klar, es wäre erst der Ersthelfer in einem Unternehmen. Und dass aus diesem Grund die 8 Minuten, bis der professionelle Rettungsdienst eintrifft, durch Laien sehr häufig überbrückt werden kann. Was können wir nun also tun? Und wir haben eben schon gesagt, wir sollen prüfen, rufen und drücken. Und das ist eigentlich das, was wir uns merken müssen. Und damit können wir gut den Menschen helfen. Das heißt, wir prüfen, ob es eine Reaktion gibt, ob der Patient noch atmet. Und wenn das nicht ist, dann rufen wir Hilfe. Die 112 einheitlich in ganz Deutschland, damit der professionelle Rettungsdienst anfahren kann und damit die 8 Minuten oder 15 Minuten beginnen und die professionellen Retter möglichst schnell eintreffen können. Und dann
beginnen wir mit der Herzdruckmassage. Das ist eigentlich alles, was wir uns merken müssen. Prüfen, rufen und drücken. Jetzt werden viele von Ihnen wahrscheinlich sich wundern, was ist eigentlich mit der Mund-zu-Mund-Beatmung, weil in der Vorstellung, wenn wir über Reanimation reden, dann wird vor allem über die Mund-zu-Mund- oder Mund-zu-Nase-Beatmung geredet. Und tatsächlich haben wir uns vor vielen Jahren schon in den Fachgesellschaften dazu entschlossen, den Stellenwert der Mund-zu-Mund-Beatmung nach hinten zu stellen. Das heißt, jemand, der es gelernt hat, der ausgebildet ist, der soll es machen. Aber alle, die sich nicht mehr genau daran erinnern oder die nicht drin ausgebildet sind, die sollen einfach die Mund-zu-Mund-Beatmung weglassen. Das heißt, prüfen, rufen, drücken, das ist das, was wir alle tun können, egal ob wir gerade einen Kurs gemacht haben oder nicht, ob wir gut ausgebildet sind dafür oder nicht. Und das, so unsere feste Überzeugung, ist schon entscheidend dafür, diese 3 Minuten Hypoxiezeit, so nennen wir das, also den Sauerstoffmangel zu vermeiden und die Folge für den Patienten abzumindern. Das heißt, wie sieht es aus? Wir prüfen, ob der Patient bei Bewusstsein ist und ob er eine Reaktion zeigt. Und jetzt ist ja das Thema heute, was machen wir, wenn wir in einer Pandemiesituation sind und wenn es eben nicht einer der über 60% Patienten in ihrem häuslichen Umfeld, von dem Sie ja wissen und mit dem Sie auch eng zusammenleben, wo Ihnen das sicherlich egal ist, ob der nun Covid-19 haben, weil sonst hätten Sie es wahrscheinlich auch schon, dann würden Sie genau so verfahren. Wenn es aber jemand ist, den Sie nicht kennen und wo Sie Sorgen haben, dass Sie sich infizieren, dann gehen wir davon aus, dass Sie versuchen sollten, Abstand zu halten zum Kopf, zu den Atemwegen des Patienten. Wenn möglich, sollten Sie einen Mund-Nasen-Schutz tragen. Das heißt, ganz praktisch würden Sie im Stehen den Patienten ansprechen, laut anrufen und beobachten, ob der Patient sich bewegt oder eine Reaktion zeigt. Wenn wir keine Pandemiesituation hätten oder Sie den Patienten kennen und keine Infektionssorgen haben, dann würden Sie die Atmung kommen und horchen, ob der Patient atmet, schauen, ob der Thorax sich hebt, also ob der Brustkorb sich hebt. Und auch wenn Sie Zweifel haben, dass der Patient atmet, dann würden Sie gleich mit der Herzdruckmassage beginnen. Auf diesen Schritt, so die Empfehlung in der Covid-19-Situation, verzichten wir. Das heißt, wir beugen uns nicht dicht zu dem Patienten, sondern wir prüfen, wie eben besprochen, vom Abstand 1,50 Meter. Und wenn wir kein Lebenszeichen sehen bei dem Patienten, dann beginnen wir mit der Herzdruckmassage. Vorher, wir haben ja gesagt, prüfen, rufen, müssen wir den professionellen Rettungsdienst rufen und wenn möglich, holen Sie sich auch andere Passanten, die in der Nähe sind und versuchen, mit mehreren Leuten zu helfen. So kann zum Beispiel jemand, den Sie zur Hilfe rufen, den Rettungsdienst verständigen, während Sie reanimieren. Und auch da wird empfohlen, dass Sie untereinander, wenn Sie sich nicht kennen, natürlich den Abstand von 1,50 Meter einhalten, dass sich nicht auch die Helfer untereinander anstecken. Das heißt, versuchen Sie, wenn Sie Hilfe holen, auch die bekannten Hygieneregeln einzuhalten und versuchen Sie, früh den Rettungsdienst zu kontaktieren. In Deutschland einheitlich die 112, aber sehr gut ist es eben auch, wenn Sie jemand anders bitten können, den Rettungsdienst zu verständigen. Also, wir prüfen, wir rufen und dann kommt es zu der Herzdruckmassage. Und alles versuchen wir, ohne dass wir einen engen Kontakt zum Gesicht oder zum Kopf des Patienten haben. Das Drücken soll auf der Mitte des Thorax, also des Brustkorbs, stattfinden und soll schnell und fest erfolgen. Empfohlen wird, mit 100 Drücken pro Minute die Patienten zu reanimieren. Und unter der Situation von Covid-19 wird empfohlen, dass man den Kopf des Patienten abdeckt. Unter der Vorstellung, dass der Patient eigentlich ja tot ist, dürfte es ja keine Infektionsgefahr geben. Aber wir haben die Vorstellung, dass wenn man auf dem Brustkorb drückt, dass eben doch eine Ausatmung bei dem Patienten, weil sie die Lunge ausdrücken, stattfinden kann. Und damit sie dort kein Risiko haben, soll man den Kopf zum Beispiel mit einem leichten Tuch abdecken, so die Empfehlung. Ich persönlich glaube auch, dass man auch ein weniger leichtes Tuch nehmen kann, eine Jacke. Oder man kann dem Patienten natürlich auch einen Mund-Nasen-Schutz, wenn er den nicht so und so schon trägt, auflassen oder zumindest vielleicht ein aufsetzen. Die Idee ist, dass eben der Mund
Nasenbereich des Patienten verdeckt ist, um sie nicht zu gefährden. Und dann würden Sie die Herzdruckmassage so durchführen, wie wir das auch bei Patienten, die kein Covid-19 haben. Das heißt, die Herzfrequenz von 100 wird empfohlen. Und da gibt es tatsächlich einige Hilfestellung. Der Klassiker ist ja das Lied von den Bee Gees, Staying Alive. Es gibt aber tatsächlich, wenn Sie bei Spotify oder bei anderen Streaming-Diensten sich umgucken, tatsächlich ganze Playlists, die für die Herzdruckwiederbelebung empfohlen werden. Und alle Lieder haben so eine Frequenz um 100, die Sie eben einhalten sollen. Aber Sie können sich auch merken, wenn Sie mit 103, und das ist, glaube ich, der offizielle Takt von Staying Alive drücken, oder mit 110, meinetwegen auch 120 oder mit 98, dass Sie keinen Fehler machen, sondern Sie helfen dem Patienten. Und das ist, glaube ich, das Entscheidende. Entscheidend ist, und das kann man sich, glaube ich, bei einer Wiederbelebung immer merken, Sie können eigentlich nichts verkehrt machen. Wichtig ist immer noch die Frage, wo wir auf dem Brustkorb drücken, und die Empfehlung sind auf der Mitte. Und jetzt ist es manchmal vielleicht nicht ganz einfach, die Mitte zu finden. Und ich glaube, es macht Sinn, dass man sich merkt, dass es zweimal die Mitte ist. Das heißt, wir haben einmal die Mitte von dem harten Teil des Brustkorbs, also von diesem Bereich bis zu diesem Bereich, dort die Mitte, und dann auch die Mitte von rechts nach links. Und das ist der Druckpunkt, wo wir drücken wollen. Und jetzt wundert man sich manchmal, weil das Herz ja, so lernen wir das ja immer mehr, auf der linken Seite liegt, warum wir nicht auf der linken Seite drücken. Und das hatte ich eben schon versucht einmal zu umreißen. Wir brauchen tatsächlich, damit wir diesen Muskel, das Herz ist ja ein Muskel, damit wir das zusammendrücken können, brauchen wir auf beiden Seiten eine starre Unterlage. Und das ist eben die Wirbelsäule auf der Rückseite und oben der Brustkorb. Und das ist die Möglichkeit, oder hier haben wir die Möglichkeit, das Herz so zusammenzudrücken, dass es auswerfen kann und dass wir Blut in das System transportieren. Und die große Frage, die wir uns lange Zeit gestellt haben, ist, warum müssen wir nicht mehr beatmen und warum können wir auch eine Wiederbelebung durchführen, ohne zu beatmen? Und tatsächlich ist unsere Vorstellung, dass im Blut noch so viel Sauerstoff ist, wenn jemand plötzlich umfällt und wir dabei sind, dass es für die erste Zeit ausreichend ist, wenn wir nur das Blut am Fließen laufen und dass wir tatsächlich damit noch genug Sauerstoff transportieren können. Und das ist auch der Grund, warum wir die Mund-zu-Mund-Beatmung eigentlich nur noch denjenigen empfehlen, die es gelernt haben. Weil natürlich ist es besser, wenn man auch noch Sauerstoff appliziert in dieser Situation. Aber es ist so schwierig, das so breit zu unterrichten und den Menschen beizubringen, dass es viel sinnvoller ist, tatsächlich eine Wiederbelebung durchzuführen, auch ohne Mund-zu-Mund-Beatmung. Und neuere Studien zeigen sogar, dass die Folgen einer Wiederbelebung mit und ohne Beatmung sehr vergleichbar sind, sodass es scheinbar keinen Vorteil gibt, wenn wir die Mund-zu-Mund-Beatmung durchführen. Und ich persönlich finde auch sehr nachvollziehbar, dass man Hemmungen hat, eine Mund-zu-Mund-Beatmung bei Menschen durchzuführen, die man nicht kennt. Und bevor man sich deswegen davon abbringen lässt, zu helfen, sollte man nur drücken. Und bei der Covid-19-Pandemie ist das unbedingt zu empfehlen, auf die Mund-zu-Mund-Beatmung zu verzichten. Das Drücken, da muss man noch ein paar Dinge beachten, und das ist hier grafisch dargestellt. Es wird eine Hand aufgelegt und die zweite Hand wird auf die erste Hand gelegt und versucht, die Fingerspitzen so ein bisschen anzuheben. Die Grundidee dahinter ist, dass wir versuchen, tatsächlich nur mit dem Handballen zu reanimieren und also eine kleine Fläche haben. Und die Erfahrung zeigt aber auch bei uns, bei den Profis, dass wir immer wieder, wenn wir länger reanimieren, tatsächlich mit der ganzen Hand aufkommen. Und dann wechseln wir uns auch im Krankenhaus ab und sagen so, jetzt tauschen wir mal die Teams durch, jetzt drückt jemand anders, weil es tatsächlich, wenn man das länger macht, nicht ganz unanstrengend ist. Also die Grundidee, das können Sie sich merken, ist, dass eine möglichst kleine Fläche auf den Brustkorb drückt, damit wir damit effektiv das Herz komprimieren und wieder entlasten können. Und es wird empfohlen, dass man so 5-6 Zentimeter drückt. Das ist tatsächlich ganz schön tief, aber ich glaube, man hat eine gute Vorstellung, wenn man weiß, warum man drückt, dass man versucht, eine Pumpe zum Laufen zu bringen, also dieses Herz ausdrückt und sich wieder füllen lässt. Und genauso wichtig ist es, wenn wir professionelle Helfer ausbilden, dass wir darauf achten, dass man nicht nur drückt und gedrückt lässt, sondern dass man immer wieder entlastet, damit sich das Herz auch wieder richtig füllen kann und damit wir tatsächlich einen guten Auswurf hinbekommen.
Also das ist wichtig. Hier haben sich die Mitte des Thorax in beide Richtungen. Und Sie merken sich, dass Sie möglichst schnell, also mit einer Frequenz um 100 drücken. Ich persönlich muss häufig an die Herzdruckmassage denken, wenn ich auf dem Kinderspielplatz bin und so einen Brunnen, so eine Pumpe da ist. Und wenn man das sehr langsam betätigt, dann kommt ja nur sehr wenig Wasser aus dieser Pumpe heraus. Und damit tatsächlich ordentlich Wasser kommt, muss man schon auch ein wenig als Eltern mitarbeiten und schnell drücken bzw. pumpen, damit ein ordentlicher Fluss zustande kommt. Und so kann man sich das eigentlich auch bei der Herz-Lungen-Wiederbelebung vorstellen. Wenn Sie zu langsam drücken, dann kommt tatsächlich nicht ausreichend ein Fluss zustande. Also drücken Sie mit einer Frequenz um 100, damit Sie tatsächlich Blut in dem Patienten zum Fließen bekommen und Sauerstoff zum Gehirn transportieren. Ganz wichtig ist auch, damit Sie das lange durchführen können, dass Sie versuchen, sich über den Patienten zu beugen. Und als Tipp aus der Praxis, versuchen Sie, die Arme gestreckt zu lassen und versuchen Sie, einen Winkel hinzubekommen, den ich versuchte hier nochmal einzuzeichnen, dass Sie wirklich von oben nach unten drücken. Wenn wir aus den Armen drücken, und das macht man manchmal auch tatsächlich, dass man so aus den Armen drückt und die Arme nicht gestreckt ist, dann erschöpft man relativ schnell. Also versuchen Sie, das Gewicht auf den Thorax, auf den Brustkorb mehr aus dem Körper zu bekommen und weniger die Kraft aus den Armen zu nehmen. Das schaffen Sie deutlich länger. Also gerade von unten runter drücken, die Arme gestreckt lassen. Wenn es Ihnen gelingt, die untere Hand den Ballen aufzusetzen und die Finger nach oben zu ziehen. Und so können Sie tatsächlich eine sehr effektive Herzdruckmassage hinbekommen. Und wenn Sie es aushalten und schaffen, so lange drücken, bis Hilfe kommt, wenn umstehende Helfer da sind, können Sie sich auch sehr gut und gerne abwechseln. Auch wir machen das, wie gesagt, im Krankenhaus, dass wir, um einer Erschöpfung vorzubeugen, dass wir uns abwechseln mit der Herzdruckmassage und führen Sie die so lange durch, bis die Helfer kommen. Und dann haben wir tatsächlich diese Zeit, wo ein Sauerstoffmangel entstehen kann, gemeinsam extrem effektiv überbrückt. Also noch einmal zusammenfassen. Normalerweise gilt, prüfen, rufen, drücken, und für den nicht geübten Laien auch in normalen Zeiten keine Mund-zu-Mund-Beatmung. Unter Covid-19 versuchen Sie beim Prüfen einen ausreichenden Abstand zu gewährleisten und versuchen Sie, wenn Sie die Herzdruckmassage durchführt, ein Tuch über den Kopf des Patienten zu legen, damit durch die Thoraxkompression es nicht zu einer Ausatmung kommt und Sie gegebenenfalls dort gefährdet wären. Ich würde mich freuen, wenn wir uns alle gemeinsam nicht davon abhalten lassen, dass wir zurzeit eine besondere Situation haben, wo wir alle Angst vor Infektion und vor Ansteckung haben, dass wir trotzdem, wenn es in unserer Umgebung dazu kommt, dass wir helfen. Und ich hoffe zusätzlich, dass es uns gelingt, in den nächsten Jahren tatsächlich den Anteil der Laienreanimation deutlich zu erhöhen, dass wir an die skandinavischen Länder kommen, dass wir auch Richtung 80% schaffen, weil wir davon ausgehen, dass wir tatsächlich diese 10% gemeinsam deutlich erhöhen können. Und wir haben so die Hoffnung, dass wir auf 30% Patienten kommen, die so einen Kreislaufstillstand überleben können und anschließend ein sehr lebenswertes Leben noch führen können, keine Einschränkungen haben und im Idealfall ihr altes Leben zurückhaben, an den Beruf, an den Arbeitsplatz zurückkehren können. Und das ist das Ziel, und ich glaube, das geht nur gemeinsam, dass alle in unserem Land helfen und dabei sind und sich dafür begeistern können, dass wir Leben retten können und dass wir eine gute Verzahnung haben der professionellen Helfer und der Laienhelfer. Und ich glaube, wir haben gezeigt, dass wir da schon auf einem ganz guten Weg sind, aber ich glaube, das kann uns anspornen, noch weiter zu helfen und uns weiter fortzubilden. Und ich glaube, dass wir das auch sehr, sehr gut machen können während der Pandemie-Situation mit Covid-19. Ja, das war das, was ich Ihnen sehr gerne im Rahmen der Woche der Wiederbelebung erzählen wollte. Und jetzt würde ich mich freuen, wenn von Ihnen Fragen kommen und ich sie hoffentlich beantworten kann.
Jetzt kommt die erste Frage und die Frage, die gestellt wird, ist, kann es durch die Herzdruckmassage dazu kommen, dass Rippen brechen? Und tatsächlich ist das eine Sache, die man ja immer wieder liest. Und ja, tatsächlich, je älter die Menschen werden, desto weniger flexibel ist das, sind die Rippen. Und je älter die Menschen werden, desto häufiger kommt es auch dazu, dass es zu Rippenbrüchen kommt. Das ist aber nichts Schlimmes. Auch wenn Sie das merken sollten, dass eine Rippe bricht, während Sie drücken, sollten Sie sich nicht erschrecken und sollten einfach weiter drücken. Manchmal ist danach tatsächlich die Herzdruckmassage noch effektiver, weil der Widerstand geringer ist. Also tatsächlich kommt es dazu, aber das ist nichts Schlimmes. Und die Patienten, die bei uns im Krankenhaus liegen und ein gutes neurologisches Outcome haben und tatsächlich kaputte Rippe haben, da ist es kein Problem, dass diese Rippen auch wieder verheilen und zusammenwachsen. Also lassen Sie sich davon nicht irritieren, auch wenn es sicherlich komisch ist, wenn man es spürt und sowas noch nie gemacht hat. Aber das ist eine normale Situation, die bei einer Reanimation auftreten kann. Dann gibt es noch eine zweite Frage, und zwar, ob eigentlich eine Herzdruckmassage auch durchgeführt werden muss, wenn der Patient einen Herzschrittmacher trägt. Und tatsächlich bin ich diese Frage schon ganz oft gestellt, ist mir diese Frage schon ganz oft gestellt worden. Und man muss, um die zu beantworten, vielleicht ein ganz klein bisschen weiter ausholen. Das Herz besteht eigentlich aus zwei unterschiedlichen Arten von Zellen. Das eine sind die Zellen, die den Rhythmus vorgehen, und das andere sind die Zellen, die die Kontraktion, also die Muskel, die Pumpfunktion übernehmen. Und wenn Sie einen Herzschrittmacher eingebaut bekommen, dann haben Sie ein Problem in den Zellen, die 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 Reizleitung weitergeben. Wenn aber bei einem Herzstillstand oder beim Kreislaufstillstand das Herz nicht mehr schlägt, da gibt es zwei Formen, einmal das sogenannte Kammerflimmern, da schlägt das Herz nicht mehr, aber bewegt sich noch ganz schnell, oder bei einer sogenannten Nulllinie, bei der Asystolie, da schlägt das Herz gar nicht mehr. Und da hilft es Ihnen auch leider nichts, wenn der Herzschrittmacher weiter Impulse gibt, weil diese Impulse werden nicht auf die Pumpfunktion des Herzens übertragen. Das heißt, auch bei jemand mit einem Herzschrittmacher müssen Sie die Herzdruckmassage durchführen, wenn der Patient einen Kreislaufstillstand erlangt hat. Also lassen Sie sich auch davon nicht abbringen. Ja, dann gibt es noch eine zweite Frage. Die zweite Frage basiert auf der Idee, dass man doch vielleicht die Herzdruckmassage unter der Covid-19-Situation auch im Stehen durchführen könnte und mit den Füßen reanimiert. Und tatsächlich ist das eine Möglichkeit, aber natürlich ist das bis jetzt noch nicht untersucht worden, wie effektiv das ist. Ich glaube, die meisten von uns sind viel bewandter mit den Armen und mit den Händen als mit dem Bein. Und bevor Sie aber gar nichts tun würden, weil Sie so eine Sorge haben, dass Sie zu dicht an an den Kopf des Patienten kommen, dann ist das sicherlich auch eine Vorstellung, die aber, wie gesagt, nach meinem Kenntnisstand noch nicht beigebracht wird und auch nicht empfohlen wird zusammen. Aber wichtig ist tatsächlich, dass wir eine Druckmassage ausführen, und wenn es der einzige Weg ist, dem Patienten zu helfen, und sonst wird ihm nicht geholfen, dann würde ich auch dafür plädieren, es eher dann auch mit den Füßen zu machen. Ja, weitere Fragen werden jetzt hier nicht gestellt. Dann möchte ich mich ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit bedanken und hoffe, dass ich vielleicht dem einen oder anderen noch eine kleine Erinnerung wiedergegeben habe, was man tun kann. Und tatsächlich merken Sie sich einfach, Sie können nichts falsch machen, und merken Sie sich, es ist eigentlich sehr einfach. Sie prüfen, Sie rufen um Hilfe, 112, und dann drücken Sie Mitte des Brustkorbs und möglichst mit einer Frequenz von 100. Vielen Dank.